So, meine lieben Kinderchen da draußen, willkommen zurück zu einer geisterhaften Folge Ghost Hunters Corp. Ja, ihr seht, beim letzten Mal draufgegangen, die ganze Arbeit umsonst. Ne? Es war so viel Arbeit. Schade. Ich wollte das verlassene Haus tatsächlich machen jetzt, ne? Glaub ja, das verlassene Haus, genau. Ja, so eine Kamera würde ich gerne haben, das wäre total nice, ne? Scheiße, doch. Aber es war wohl nicht alles, denn haben wir nicht genügend rausgefunden offensichtlich, dass dieser Geist einfach nicht... Warte mal. Okkulter Schnüffler. Sofort bekommen wir grober Geisterkristall. Gut, dann haben wir eben halt ein paar mehr von. Dass wir den Geist genügend exorzieren konnten. Er hat einmal tatsächlich auf den Salz reagiert. Das machen sie öfters. Das haben wir schon öfters hingekriegt. Und tatsächlich zum ersten Mal auf die Bibel reagiert hat. Tja, aber... Leider hat das nicht gereicht. Da fehlte noch einiges wahrscheinlich, um da irgendwie den Geist kaputt zu machen. So. Das Typische, wir fangen wie immer an mit... Diesmal brauchen wir die Taschenlampe. Gerät. Und den hier. So. Wow. Wenn ihr aber trotzdem ganz viel Licht anschmeißt, ist schon mal... Ja, nicht schlecht. Man kommt hier rein und direkt bieb, 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 bieb. Ich habe schon damit gerechnet, dass schon wieder jemand durchschießt. Da, 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 di, da, 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 da. Da, di, da, di, da. Wir singen einfach fröhliche Lieder und dann wird es auch nicht so schlimm alles. Immer diese Sanduhr, mit der habe ich das irgendwie. Ein Vogelkäfig. Birdbox. Da 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 di da 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 da. Und dieser Geist, den ich hier rufe, nennt sich... Wie heißt du eigentlich? Kriegst du immer eine Gänsehaut, ne? Du, wenn du den Geist irgendwie auf jeden Fall hörst, kriegst du immer gleich direkt Hasi! Okay, wir sind gerade reingekommen und haben hier gleich Signal empfangen. Was nicht bedeuten muss, dass das nicht was bedeutet. Aber das bedeutet nichts, weil vielleicht kann er auch in der oberen Geschoss sein. So. Mal angenommen. Warum ist hier kein Lichtschalter? Da. Das wäre jetzt ein Schatten. Meint der nicht, der würde ein paar Lampen ausschmeißen jetzt? Was wir schon ewig nicht mehr hatten, war ein Kindergeist. Dieser Jumping Jack. Dieser... Hier gibt's... Das wird noch fehlen, Alter. Bei Ghost Hunter Corps... Ein Clown als Geist. Ich schwöre, ich wäre raus. Da wäre ich so raus. Da machen wir nicht mit. Hat er hier das Licht wieder ausgemacht oder waren wir hier noch gar nicht drin? Ja, genau. Ich bin... Hallo. Okay, wir haben Grüngeist gefunden. Oh Gott. Aber das Gerät piept nicht genügend aus. Also wir haben so einen Geist wie eben gerade gefunden, der uns in der letzten Folge kalt gemacht hat. Was hat das zu bedeuten? Dämon? Die Sache ist, das war ja nicht mal wieder... Das war ja wieder Pillepalle. Das war ja nichts wieder. Zweierausschlag, das bringt nichts. Zweier ist nichts. Man steht vor uns. Es gibt nur einen Zweierausschlag. Das, was hat das denn zu bedeuten? Nichts, ne? Dass du das alles in die Tonne... Achso, warte mal. In die Tonne treten kannst, ne? Was er da macht.
Machen wir Kamera an. Und wir kriegen ihn auch nicht dazu, dass er einen höheren Ausschlag macht, ne? Das ist auch total Käse, ey. Ups, aber auch machen die Tür richtig. Boah. Meinst du, das ist ein guter Platz so? Dann können wir ihn nur sehen, wenn er hier einmal um die Ecke sneakt, ne? Also ich finde das schon mal sehr gut, dass er nicht das Licht ausmacht. Wir haben den Geist tatsächlich schon gefilmt. Ah, das ist ja gut. Vielleicht lässt er sich ja jetzt analysieren. Analsieren. Ja. Hier hat er Licht ausgemacht, oder was? Oder hier war gar kein Licht an, ne? Weil ich Angst gekriegt habe und weggelaufen bin, wie so ein kleines Mädchen, ne? Wo war der? Oh Gott. Warum ist der denn immer so super schnell? Ist immer noch hinter uns. Gerade erst nicht. Boah, Digga. Ja, Wohnmobil wirst du mich ja wohl nicht kriegen, was? Bleib ruhig so. Er geht. Arschloch, komm zurück. Oh komm. Noch 7%, Digga. 17, meine ich, Entschuldigung. Diese scheiß Dämonen, die sind auch verfickt nochmal. Entschuldigung. Die sind. Echt schnell. Nein! 3%, nun komm! Wenigstens ein Erfolg. 3%, Mann! Da. Jetzt haben wir ihn. Super, abhauen. Erstmal weg. Finde ich gut. Erstmal weg, finde ich gut. So. Aber was endlich reinzudingsen. Geistanalyse, was sagte ich gerade? DX900, ne? Ja. Ah ja, ich weiß noch nicht genügend Hinweise. Gut. Das wäre erledigt. Ja. Das bringt uns auch nicht sehr weiter, ne? Ich wäre mir eigentlich noch lieber. Womit könnten wir mit dem Buch könnten nochmal vielleicht kommen? Und den schmeiße ich auch nochmal kurz in die Ecke. Das wäre ja nur für das. Naja, wobei es sind ja nur Aufträge, die man an der Wand machen muss, ne? Aber dem, was der an Signale gibt von sich, sollte es ja nicht ganz so schwer sein. Das Dreck. Der haut ja richtig mit den Signalen rein. Weiß ich nicht. Poltergeistmäßig? Na. Oh, alter Digga. Er hat uns gleich. Wo soll ich denn hinlaufen? Oh. Man sollte einfach mal weglaufen, ne? Man sollte sich mit diesen Dingen einfach mal zufrieden geben. Es ist ein geileres Spiel, wenn man das streamen würde, glaube ich. Dann hätte man diese kurzen Folgen nicht. Müssen wir mal Phasmophobia kaufen?
Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so übel. Das würde ich mal mit Phasmophobia ausprobieren. Wobei das genau dasselbe ist nachher, ne? Ja, wäre es, glaube ich. Aber ich habe hierbei immer ein sehr gutes Gefühl. Ich weiß nicht warum, aber ich mag dieses Dings, lasse ich jetzt diesmal weiter Voraussicht da. Kamera nehmen wir auch mit und an. Tür. Ja. Weil hier wissen wir ja jetzt. Hier sehen wir mehr. Wenn wir hier mehr sehen. So, beginnen wir. Drei Totenköpfe. Wenn ich schon wieder gleich so einen grünen habe, dann kriege ich echt einen Rappel, ne? Die Unordnung stiften, damit der Geist schon mal weiß, was hier abgeht. Wer hier das Sagen hat. Wer hier der wahrhaftige Friedhofsgeist ist. Ja. Ich glaube, Poltergeist auf Friedhof, das macht keinen Sinn. Poltergeist ist ein Hausgeister. Aber die habe ich noch nicht. Doch, habe ich schon mal gehabt. Poltergeist, doch, tatsächlich. Der mit der Dings rumgespielt hat, mit der. War das ein Stream? Ne, es war, glaube ich, vielmehr ein Dämon, ne? Dämonen, Dämonen. Wir sind ja alle kleine Geisterjäger. So. Mal so hin und her wechseln. Es gibt keinen Geist hier auf dem Friedhof. Das ist schon wieder so ein beknackter Dämon. Jede Wette. Weil hier ist ja nichts. Der lässt sich überhaupt gar nicht irgendwie... bemerken. Ich glaube, wenn du hier reinrennst und der Geist ist auf einmal hinter dir... Boah, Alter. Kaum ausgesprochen knackt das hinter mir, weißt du? Dann hast du keine Chance mehr. Dann bist du, glaube ich, echt am Arsch. Ja, egal immer, wo du die Geister triffst und findest, du findest immer hier ein Kind. Wir haben gesehen, das ist ein Kind. Sind Kinder schnell? Ach so, lass uns doch die Kamera hier aufstellen. Wenn wir schon mal Geist gesehen haben, dann können wir doch hier schon mal hier die Kamera aufstellen. Okay. Gut, dann machen wir mal die Kamera eben mal an. Dann geht das alles ein bisschen langsamer vonstatten. Ist halt so. Upsi, Popsi. Lieber mit Nachtsicht oder ohne Nachtsicht? Ah, guck. Da war es doch wieder gerade. Oder habe ich mich getäuscht? Ja, was? Mehrere Kameras kaufen. Das wäre ja was, ne? Warum haben wir jetzt das denn nicht gekauft? Mehrere Kameras. Boah, dass du da mindestens... Da, guck mal, da ist es doch. Film das doch da. Ach komm, lass mal hingehen. Zu weit weg, aber die hängen immer an dieser Engelstatue da rum. Weiß nicht warum. Sind die wahrscheinlich obergeil oder so. So, nur aber. Immer hier. Das ist einfach überall, ne? Du kannst danach nicht gehen, nach dem Geräusch. Ja. Bevor die Kamera laufen. Bleibt ein Zweiergeräusch, ne? Oh, ist das fies? Keine Ausdauer mehr? Hohohoho. Das war echt knapp, Mann.
Wie gefilmt haben wir den jetzt, ne? Bitten Sie den Geist mit ihr. Ja, das ist schön, aber wir haben leider. Das ist ja aggressiv. Warte mal, haben wir das schon eingegeben bei Wikibumsen? Da, Geist ist. Da, der wird gerade gefilmt. Wikibumsen, Poltergeist nicht. Kategorie Schatten nicht. Wiedergang Kind. Kind. Kinder. Diese Kategorie ist leicht an ihren kindlichen Aussehen zu erkennen. Der Geist wurde durch die Seele eines Kindes geschaffen, die dem Fegefeuer nach einem grausamen Tod entkommen ist. Wow. Elektromagnetische Stufe hatten wir noch. Ja, zwei, ne? Aber das war. Ist nicht wirklich was, ne? So. Das Geistanalysegerät. Wer ist noch mit diesen elektrisch-magnetischen Bumsen da wirklich nachher. Aber schnell, diese Fuckgeister, ey. Und es ist immer hier. Genau hier. Voll spannend, ne? Gerade. Da frage ich mich aber. Ernsthaft Kind? Doch, würde ich auch meinen. Aber sieht denn doch irgendwie groß aus, ne? Nein! Och, die 8%, ey, lauf nicht weg. Wow. Schmeißt mit Dinge durch die Gegend? Ist das ernsthaft ein Kind? Jetzt schmeißt das Ding auch mit Sachen durch die Gegend. Werfen ist ja eine Sache, ne? Aber spielen macht ein Poltergeist, ne? Und ich würde sagen, es sah auch aus wie ein Kind. Als es da irgendwie rumlief. Tragen wir auf jeden Fall das schon mal ein. Was haben wir gefunden? 9P. Schieß mich tot. Okay. Dieser Bug immer, ne? Dass er anpiept dann immer. Ja. Das Ding brauchen wir nicht. 9P. Alter, am Wohnpunkt. Alter, ist er uns hinterher gelaufen. Ich habe nichts gegeben. Fick doch die Hände, hab ich mich erschrocken. 9P. Das kann aber noch nicht alles sein. Momentan haben wir zur Fortbildkamera einen Blitz erzeugen. Ich würde gerne noch genaueres haben. Nur das Buch. Und das. Hallo Geist. Achso, noch nicht. Oh. Hallo Geist, kannst du dich zeigen? Hallo Geist, ich bin ein Freund. Hallo Geist, ich habe ein Buch. Hallo Geist, ich will dich exorzieren. Hallo Geist, hallo Geist. Hallo Geist, wo ist deine Mutter? Hallo Geist, hat deine Mutter dich vergessen, die abzuholen? Hallo Geist, hallo Geist. Hallo Geist, hallo Geist. Apropos Buch. Ich habe hier ein Buch. Geist, kannst du mein Buch reinschreiben? Habe ich hingelegt. Alles klar. Geist? 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 Geist, kannst du dich zeigen? Ah, da bist du ja. Geist, kannst du mein Buch reinschreiben? Okay. Geist, kannst du mal auf dein Analysegerät hier reagieren?
Geist, kannst du mein Buch hier reinschreiben? Geist, kannst du mein Buch 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 reinschreiben? Mein Gott, Geist, du schreib doch endlich hier rein in mein verficktes Buch, Mann. Da, Geist, nicht weggehen. Zwei ist Pillepalle. Mit zwei kann ich nichts anfangen. Geist, kannst du mein Buch reinschreiben? Geist, kannst du mein Buch reinschreiben? Oh Gott! Geist, sachte! Okay. Oh, ich häng fest! Geist, schreib in mein Buch rein, verdammt! Arschloch, Geist. Kannst du mein Buch reinschreiben, Geist? Das ist alles nichts. Damn. Oh, das Ding, das Rauschen nervt. Tja, was machen wir? Ich gehe mal von aus Kind. Und hier steht echt nur Sofortbildkamera. Das wäre jetzt einfach, ne? Bing und weg. Warte mal. Nee. Naja, ich weiß, nerv nicht. Something strange in the name of... Who you want call? Ghostbusters. Ja. Ich dachte, man kann auch so eine schnelle Aufnahme machen. Oh. Ja, natürlich. Toll, das Ding in Müll. Zwei Polaroid-Bilder gibt es noch. Oh. So. Holen. Schön. Nimm mal das Videogerät mit, hätte ich mal gesagt, das Audioaufnahmegerät nehmen wir mal mit. Geist, ich bin hier, um dich zu exorzieren. Geist, kannst du dich zeigen? Komm her, mein Geist. Ich habe dich gesehen. Geist. Wo bist du, Geist? Kannst du dich zeigen, Geist? Geist! Ich bin hier, um dich zu exorzieren. Ey, die Kameras. Der hat die Kamera weggeworfen. Der hat die Kamera ernsthaft weggeworfen. Geist? Zeig dich! Ich mache... Boah, Digga, wo ist die denn? Die ist nur verpufft, aber es hat nichts gebracht. Also ist das kein Kindergeist. Scheißdreck. Oh Gott, Tom G, bist du hohl. Alter, guck mal, die hat die Kamera ernsthaft so richtig weggeschleudert hier, ne? Tja, Geisterwiki sofort hat nichts gebracht. Was ist, wenn das Wiedergänger, Dämon, Kategorie Kind, Poltergeist, was wäre da, der hat nichts gebracht, Neutronenpistole auf Gas, hat nichts gebracht. Wir haben einfach zu wenig Infos, aber wir haben Infos.
Ein letztes Mal gehen wir noch mal beim Friedhof. Wo das wohl die Kamera abgeworfen hat, ne? Huch. Geist, schreib in mein Buch hinein. Geist, zeig dich mal, mein armes Schwein. Ich dachte gerade, das wäre der Geist. Die treibt sich aber immer hier rum irgendwie. Also zumindest finden wir sie immer hier. Geistreich. Mhm. Geistig, Leini. Okay. Denn, tja, ich weiß auch nicht, wie ich da wird ganz im Ernst, ne? Ich glaube, vielleicht füllen uns auch ein paar coole Sachen oder so. Aber ich weiß nicht, wie ich einen Geist exorzieren soll, wenn die ganzen Geräte nicht drauf reagieren. Und wenn immer nur die halbe Sache drin steht. Ich meine, was wir gesehen haben, der Geist ist nun mal, glaube ich, ein Poltergeist. Gehe ich mal davon aus. Zuerst dachte ich ja an ein Kind, aber er fing ja an, mit Sachen durch die Gegend zu schmeißen und er hat natürlich auch unsere Kamera weggeschmissen, ne? Penner. Ah, Poltergeist auf dem Friedhof. Hm? Ja. Oder der Geist ist wegexorziert und wir können nach Hause fahren. Durch einen Schuss mit der Sofortbildkamera. Das wird sein. Die Geräusche, das Rauschen im Hintergrund ist einfach nur die Autobahn in der Nähe. Ja. Ja, wie gesagt, das ist auch eher so ein Streaming-Spiel, ne? Das ist es eben halt. Sollten mal gucken, dass wir vielleicht diese Aufnahmen, weiß ich nicht. Mal gucken, dass wir jetzt ein paar Erfahrungspunkte einfach mitnehmen jetzt. Vielleicht kommt der Geist und winkt uns nochmal zum Abschied zurück. Tschüss. Aber ich schaffe es nicht, einen Geist zu exorzieren. Vielleicht mehr Geduld? Hm. Nun. Auf jeden Fall haben wir das mal überlebt. Ich meine, man kann es immer überleben, indem man reinfährt in den Friedhof oder auf ein Grundstück und wieder rausfährt. 30 Erfahrungspunkte, das ist natürlich geil. Und wenn man natürlich hier... Ach, guck! Der Kindergeist war sogar richtig, was? Das Signaldings hätten wir mal machen sollen. Die Temperatur, das hatten wir ja eigentlich alles gemacht, ne? Und was haben wir gekriegt an Geld? 5 Euro. Ja, das ist schon hart, oder? Das ist... ja, tatsächlich 5 Euro. Aber Erfahrungspunkte. Wir sind ganz nah dran, Stufe 4 zu werden. Und ich glaube, mit Stufe 4 können wir auch noch irgendwie coolen Shit... Ja, Tigerohr. Neues Buch. Exorzismusbuch. Das Dings hier können wir neu bestellen. Den Schnüffler, den okkulten Schnüffler. Der ist doch geil. Das ist doch super, wenn wir den kaufen können. Guck mal, Kamera mit Ständer, das ist auch geil. Hier, warum kaufe ich nicht eine Sofortbild? Was kostet die? 70! Sag mal, hallo? Träumt ihr? Taschenlampe wäre auch ein Mörder. Gut, Kinderchen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Es hat Spaß gemacht, wie immer. Und tuhu. Warte mal, und jetzt aber tuhus.